Fast. Aber so geht's, ja. So geht's. Das ist natürlich krasse Scheiße jetzt. Aber ich bin mir sicher, dass der erste der schwerste war. Das hier kann ja nicht so schwer sein. Ganz ehrlich. Hopp, komm rüber. Okay, okay, okay. Ganz entspannt jetzt. Er schießt? Vielleicht muss ich etwas später abhüpfen? Kann das sein? Komm in den Holoberg, haben sie gesagt. Das wird toll, haben sie gesagt. Fuck you. Ach. Alles wird gut, Freunde. Alles wird gut. Hopp. Hopp. Wieso speichere ich eigentlich nicht hier, ich blöder Arsch? Dann müsste ich das doch nicht ständig wieder machen. So, guck mal. Fast! Mist! Um Sackhaaresbreite. Ich kann doch gar nicht so hoch springen, wie es scheint. Wow! Wow! Kommst du jetzt her, du Klobürste? Wow, das war der nächste. Geil. Das war tricky. Aber okay. Achso, das ist der Typ da drinnen, ne? Aber der Laser ist aus. Na, dann gehen wir halt hier rüber. Rüber. Wir gehen jetzt einfach rüber. So, das haben wir. Das haben wir. 25%. Ich will die ganzen Erfahrungsblubbels haben. Ich will hier nicht mehr rein. Nie mehr. Ich kann die kaputt machen. Das ist ja auch geil. Gut. Oh. Ja, schön aufladen immer. Das ist wichtig. Gut. Da unten rechts und unten links können wir jetzt wahrscheinlich reingehen. So, genau. Hier ist die Lava versiegt. So, das sieht doch alles sehr, sehr einfach aus hier. Das Ding da fällt runter. Was war das jetzt? Ach, das geht auf, wenn man die kaputt macht. Okay, das ist interesting. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich jetzt auf dem Weg dahin von oben nach unten alles kaputt machen, um die Tür zu öffnen. Na, das ist doch ganz einfach. Da unten ist einer. Nur merken, wo die alle sind. Gut, von hier oben fangen wir an. Das war der erste. Okay, komm, schieß. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Bis jetzt haben wir alle erwischt, glaube ich.
Jawohl. Das war doch gar nicht so schwer. Wow. Super gemacht, Ordi. Der nächste Lavafluss versiegt. Speichern und weiter. Wir haben 34%. Gehen wir links rüber. Das sieht einfach aus. Das ist nur ein kleiner Raum. Hopp, hopp, hopp. Gehen wir rein. Ein Laser. Okay. Okay, so komme ich da dran. In einem nicht sicheren Bereich. Wow. Okay. Ist jetzt alles gut? Ja, mache ich ja. Okay. Die Frage ist, wo muss das Ding hin? Ich könnte erstmal speichern. Ich kann nicht speichern. Die Frage ist, wo muss das Ding hin? Reicht das, wenn ich das hier runterschubse und dann habe ich gewonnen? Dann wäre das echt super ein Zufall. Okay, es reicht natürlich nicht. Da unten muss es hin. Alter, wie soll ich das denn machen? Wo kann ich mich denn schützen? Da. Nein. Fuck. Es sah so gut aus. Okay, aber das Prinzip ist klar geworden. Erstmal muss das da weg, genau. Okay, das ist bis dahin. Gar nicht so schwer. Und dann, wenn ich einmal rund bin, muss ich mich nur dahinter richtig schützen. Das ist der Trick an der Angelegenheit. Gar nicht so schlimm. Jetzt schnell schieben, so wie eben, und dann auf die andere Seite zum Deckung nehmen. Und zwar jetzt. Jawohl. Jetzt rein mit dem Ding. Und der Laser ist aus. Geil, das macht Spaß. Das macht jetzt richtig Spaß, der Dungeon hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach ja, ich weiß. So. Hopp. Und wieder raus. Wir haben 40% des Holo-Bergs. Da links und rechts sind Tore, da sind Tore, da sind Tore, überall sind Tore. Und wahrscheinlich erwartet uns in jedem dieser Tore ein Minispiel, das einfacher ist als das letzte. Jawohl. Hopp. Und rein da. So, was haben wir hier? Das sieht schwer aus. In der Nähe von Feinden? Hier vielleicht? Ja. Sehr gut. Das ist natürlich krass jetzt hier. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Okay.
Okay, sieht aber noch ganz gut aus. Okay, bis hier soweit. Speichern. Wir können wieder Seins Licht benutzen. Jetzt muss ich den Weg nur irgendwie zurückkommen, ne? Der nächste Fluss versiegt. So, 52%. Gut. Oh, das war shit. Das war shit. Das wird hart. Trotz voller Lebensenergie hier oben habe ich das Gefühl, dass das echt eine harte Nuss werden wird. Okay, bis hierhin ist alles noch soweit ganz gut. Fallen lassen, ja. Und hoch. Super. Nächster Part abgeschlossen. Andere Seite. Stirb mal. Jawohl, so ist nett. So ist nett. So. Hier geht es on. Nee, Lebenspunkte brauche ich gerade nicht. Das hebe ich mir mal auf für später. So, was haben wir denn hier zu tun? Das ist ein sehr langer, weiter, verzwickter, vertrackter, verknubbelter, verquabbelter und verschnubbelter Weg. Was ist das da? Wird es mir wehtun? Sieht nicht so aus. Au, das wird mir wehtun. Hopp, hopp, hopp. Ich nehme an, dass das mir schlicht und einfach ganz tierisch wehtun wird, wenn ich diese Dinger berühre. Vor einem instabilen Boden. So, hier müssen wir mal einmal, hopp, dran vorbeihüpfen. Sehr gut. Das ist stabiler Boden, das ist gut. Okay, das ist eine wunderschöne Jump-and-Run-Passage, wie es aussieht. Aber da kann ich mit umgehen. Bis jetzt. Ab jetzt wird's eklig, habe ich das Gefühl. Moment. Komm mal zurück. Komm ich da drüben lang? Nein! Das war die Antwort. Das war die Antwort und die Antwort, die ist nein. Okay. Bis jetzt alles ganz logisch. Ich hoffe, das Ding wird nicht allzu viel schneller. Aber geht, 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 geht. Speichern! Sehr gut. Alles noch machbar bis hier. Und genügend Platz zum Speichern. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Okay. Von der anderen Seite. War ja klar. Alles gut, alles gut, alles gut. Bleib entspannt, bleib entspannt. Muss ich hier oben noch was machen? Kurz gucken.
Nö, scheint hier nichts zu geben. Na dann runter mit dem Ding. Ja, das scheint richtig zu sein. Schwupp. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Das war's schon. Das war ja einfach. Der war jetzt wirklich nicht schwer. Wundert mich. Die Lasers sind aus. Das heißt, ich kann mir das Ding auch holen. Das ist gut. Bomb. Wir schaffen noch den letzten Erfahrungsknubbel. Rauskommen müsste ich hier noch irgendwie, ne? Au, 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 au. Stirb, 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 stirb. Mist. Gut. 67% des Holoberges sind geschafft. Boah, hier gibt's. Da ist jetzt noch der letzte Weg. Und wir gehen erstmal nach rechts. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Wir sind am Eingang zurück, wie es aussieht, ne? Ne, wir sind... Ja, wir sind am nächsten Weg. Auch gut. Die Frage ist... Ich muss ja nochmal zurück. Ich muss ja auf der anderen Seite noch lang, weil dann kann ich mir nämlich die Erfahrungsblubbels holen oder hole ich mir die jetzt eben schnell? Da ist Lava, meine Freunde. Meine Friendos. Hier könnte ich jetzt rein. Will ich aber eigentlich nicht. Ich wollte gerne auf der anderen Seite rein. Wie bin ich denn eben hier hochgekommen? Weißt du das noch? Nee, ne? Ja, du. Ich muss auf den da warten. Ah, nee, Quatsch. Blödsinn. Ich bin doch... Ich habe doch einen super mega hyper Space Jump. Hopp. Wo muss ich denn rein? Muss ich da? Ne, unten drunter. Genau da muss ich rein. Bupp. Das sieht sehr einfach aus. So, da gibt es jede Menge Erfahrungsblubbels. Die will ich alle haben. Oh, das ist ein Laser. Er hat Laser. Yeah, Laser. Wie soll ich ihn da hinten bitte? Okay, den habe ich. Und jetzt muss ich leider sterben, bis ich tot bin. Okay. Laser des Todes. Der hört nicht auf zu schießen. Jetzt hört er auf zu schießen. Laser des Todes! Warum lachst du mich aus? Ey! Ich will die Erfahrungsblubbel haben. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich werde mir den Erfahrungsblubbel holen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem, meinem Leben tun werde. Ich werde mir den Erfahrungsknubbel holen. Ich werde mir den Erfahrungsknubbel holen. Kann ich hier... Ist ein nicht sicherer Bereich. Das ist sehr gut, dass ich hier nicht speichern kann. Ich bin zu Tode verbrannt. Arbeitet er? Oh je. Warte. Ich... Ah, Laser! Wir machen jetzt mal Folgendes, Leute. Ich gehe mal kurz hier raus. Komm, wir mal einmal speichern. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, Leute. Ich brauche eh eine Pause. Das könnte noch ein Akt werden hier.
Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Ori and the Blind Forest. Vielen Dank und bis dahin macht's gut. Tschüss.